Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Erzittere, flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Oh nein, nicht der Rote Rächer. Ruhe, Gewürm. Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. En garde! Du bist besser, als ich dachte. Los, Rittersporn! Ich meine, Roter Rächer! Wache! Hilfe! Der Rote Rächer triumphiert erneut! Mein Held! Ist alles in Ordnung? Ein Streich fand sein Ziel. Eine Narbe für die Sammlung. Komm doch rein, ich verbinde dich. Fort mit dir, mieser Bandit, sonst wird's dir der Rote Rächer zeigen.